بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wir beginnen jetzt mit dem zweiten Teil mit dem Podcast. Hat etwas lange gedauert, aber Alhamdulillah, wir haben jetzt endlich wieder reingefunden. Wir haben das letzte Mal bei dem Podcast über den Fiqh, mit dem Fiqh begonnen. Weil der Madhab, wenn wir über den Madhab sprechen, wie ich schon gesagt habe, sprechen wir über den Fiqh. Das letzte Mal haben wir begonnen, über die sprachliche Definition zu sprechen, über die schariatische Definition und was der Unterschied zwischen dem Fiqh und der Scharia ist. Das haben wir beendet. Heute wollen wir inshallah beginnen, über die Phasen des Fiqhs zu sprechen, über die Geschichte des Fiqhs. Dann stellt sich natürlich die erste Frage, Sheikh, wenn wir über die Phasen des Fiqhs sprechen, das heißt die Geschichte, wie er sich verändert hat, wieso es so wichtig ist, wenn man über die Madhahib spricht, wieso es so wichtig ist, über diese Thematik zu sprechen? Warum beginnen wir mit den Phasen, über die Madhahib sprechen? Bismillahirrahmanirrahim. Also grundsätzlich gibt es mehrere Gründe, aber vielleicht kann man zwei Gründe besonders in Fokus nehmen. Der eine Grund ist, wie der Dichter sagte, das heißt, mit dem Gegenteil einer Sache kommt die Schönheit des anderen Gegenteils erst richtig zum Erscheinen. Und in diesem Kontext, wenn man versteht, wie sich der Fiqh entwickelt hat, beginnend mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis in unsere Zeit heute, dann sehen wir teilweise die Schönheit des Fiqh, unter anderem durch diese Kontraste, die wir haben. Die präislamische Zeit, die Entsendung des Propheten, das ist ein sehr starker Kontrast da, hier zwischen dem Fiqh und dem, ich nenne es mal vorherrschenden Rechtssystemen, wenn man von Systemen spricht, oder der Anarchie. Und auch die Anpassungsfähigkeit des Fiqh an unsere Bedürfnisse und unsere Verhältnisse, Umstände und unsere Zeit. Das heißt, der Fiqh hat diese 1400 Jahre durchstanden, ist nicht stehen geblieben, hat sich immer weiterentwickelt, mitentwickelt, und das gibt dem ganzen Fiqh natürlich eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, was man in anderen Religionen oder Systemen manchmal nicht sehen kann. Das ist ein Grund. Also einfach um diverse Kontraste zu sehen. Der zweite Grund ist, unser Thema ist ja eigentlich, also die Initiative zu diesem Podcast war ja eigentlich, die Thematiken der Madahib, der Rechtsschulen zu besprechen, weil es hier schwerwiegende Unklarheiten und Missverständnisse gibt auf allen Seiten. Aber damit man die Zusammenhänge versteht, zwischen den Madahib und dem Fiqh, ist es natürlich auch notwendig, den historischen Kontext von dem Ganzen zu erkennen. Denn wenn man das kennt, dann erübrigen sich beispielsweise die Fragen wie, welchen Madhab hatten denn die Sahaba? Tamam? Oder welchen Madhab hatten die Tabi'un? Oder die A'imma selbst? Diese Fragen erübrigen sich, wenn man die historische Entwicklung des Fiqh in Auge nimmt oder in Betracht nimmt. Das bedeutet, dass die Geschichte des Fiqhs einen großen Einfluss hatte von dem, was danach passiert ist. Es ist das, was du meinst. Ja, das heißt, wenn wir jetzt über die Madhahib sprechen, die wurden beeinflusst von der Geschichte? Nein, ich möchte damit nicht sagen, dass die von der Geschichte beeinflusst werden. Das wäre ein Zirkelschluss. Was ich sagen möchte, ist, dass man die Zusammenhänge teilweise besser nachvollziehen kann und begreifen kann, wenn man versteht, weil die Madahib sind nur eine Phase in der historischen Entwicklung des Fiqh. Und sie sind eine notwendige Phase gewesen, oder es war sozusagen vorprogrammiert, dass das so enden wird. Und dass der Fiqh in diese Richtung gehen wird. Und hat man das historische Wissen im Hinterkopf,
dann fällt es einem durchaus leichter, auch plausible Gründe zu verstehen und erkennen, warum das mit den Rechtsschulen beispielsweise nichts Neues ist. Auch wenn wir heute vier etablierte Rechtsschulen haben, aber dieses Prinzip Rechtsschule oder Madhab, der Begriff Rechtsschule ist vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, er vermittelt vielleicht nicht ganz das, was wir unter dem Begriff Madhab verstehen. Mhm. Wenn wir von einem Madhab reden, heißt es nicht unbedingt, dass es ein geschlossenes, gänzlich ausgeklügeltes System ist. Mesh. Das nehmen wir aber bei dem Begriff Rechtsschule an. Deswegen lassen wir beim Madhab. Der Madhab an sich ist kein neues Phänomen. Auch zur Zeit der Tabi'un gab es Madhab. Auch zur Zeit der Sahaba gab es Madhab. Meshi. Und in diesem Kontext versteht man das einfach dann halt besser. Deswegen, außerdem ist es allgemein wichtig, dass man die Entwicklung, der Fiqh ist eine schariatische Disziplin, eine Wissenschaft. Und sämtliche Wissenschaften durchlaufen Entwicklungsphasen. Sie haben eine Geburt, eine Entstehung, dann haben sie eine Weiterentwicklungsphase, dann kommen sie irgendwann zur Reife, Mesh. Und manchmal nach der Reife kommt es wieder zum zur Rückbildung oder zum Zerfall. Und es ist einfach wichtig, dass man sich mit diesen Dingen ein bisschen auskennt oder ein bisschen Überblick darüber hat. Das bedeutet, wir beginnen heute mit der ersten Phase. Das wäre jetzt, wie verstehen wir, was ist die erste Phase des Fiqhs? Also der Fiqh wird in Bezug auf seine Entwicklung in verschiedene Phasen eingeteilt. Es gibt verschiedene Modelle. Mhm. Es gibt das Drei-Phasen-Modell. Das heißt, der ganze Fiqh seit der Entstehung bis dato wird in drei Bereiche eingeteilt. Das ist aber, dieses Modell ist kaum zu gebrauchen und dieses Modell bietet einfach zu wenig Differenz an. Man kann gar nicht groß differenzieren. Dann gibt es ein Vier-Phasen-Modell, das gefällt mir persönlich auch nicht. In diesem Vier-Phasen-Modell bedient man sich an die menschliche Entwicklung. Das heißt, der Mensch hat ja eine Geburt, so hat der Fiqh eine Geburt und Entstehung. Okay. Dann hat er das Säuglingsalter, der Fiqh hat dieses Säuglingsalter. Dann kommt die Reife und der Fiqh hat auch die Reife. Und nach der Reife kommt dann das Alter und auch der Fiqh hat eben dann diese Alterungserscheinungen. Alterungserscheinungen im Sinne der Muslime, yani. Dass die Muslime beispielsweise irgendwie nachlässig werden oder so. Also das ist wie so eine Welle, die hochgeht und dann geht sie wieder runter. Dieses Vier-Phasen-Modell ist auch nicht so, also es ist schwer hier zu differenzieren, wo was anfängt, weil eben nicht unbedingt epochiale Ereignisse genutzt werden als Startpunkte. Die als Startpunkte und Endpunkt für jede Phase definiert werden. Deswegen gefällt mir persönlich das Sechs-Phasen-Modell am besten. Das ist sehr differenziert. Und bei diesem Sechs-Phasen-Modell werden immer ganz bestimmte Ereignisse, große Ereignisse, wichtige Ereignisse als Start- und Endpunkt für jede Phase sozusagen ausgewählt. Und diese sechs Phasen, das ist einmal die Lebenszeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Beginn oder als Geburt und Entstehung des Fiqh. Das ging dann bis zu seinem Tod im Jahr 11 nach der Hijra. Und danach kommt die Phase der großen Sahaba, Marhalatu Kibar al-Sahaba. Die großen Sahaba sind die Älteren gemeint, also die ältere Generation der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese geht bis zum 40. Jahr nach der Hijra. Also, ja genau, das Jahr 40 nach der Hijra ist so das Ende dieser Phase. Dem folgt dann die Epoche der kleineren Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der jüngeren Gefährten und der älteren Tabi'un. Die haben ja zeitgleich gelebt. Und diese Phase geht so bis zum Beginn des zweiten Jahrhunderts.
Dem folgt die Phase Nummer 4 und die geht ungefähr bis zum 4. Jahrhundert, Mitte 4. Jahrhundert nach Hijra. Und das wird auch bezeichnet als das Zeitalter der Reife des Fiqh. Hier nimmt der Fiqh eine ganz neue Dynamik an und es entwickelt sich zu einer Hochwissenschaft. Mhm. Vorher war der Fiqh eher so zerstreute Fatawa hier und da. Aber in dieser Phase entwickelt der Fiqh sich zu einer Hochdisziplin, die sehr angesehen ist und auch von den Khulafa und den Muluk und so weiter unterstützt wird. Und hier kommen auch die Madahib dann zum Vorschein oder dieses Phänomen, so wie wir es heute kennen. Das kommt in Erscheinung. Dann die fünfte Phase ist bis zum Fall Bagdads, Suqut Baghdad, das war im Jahr 656 nach der Hijra. Und danach die letzte Phase, eben vom Fall Bagdads bis zu unserer heutigen Zeit. Und ja, das ist das Sechs-Phasen-Modell. Okay. Die erste Phase hat ja begonnen mit der Offenbarung, wie du gerade gesagt hast. Dann stellt sich halt die Frage, hatten denn die Araber vor dem Islam eine Gesetzgebung? Der Fiqh ist eine Gesetzgebung, die mit dem Islam kam, oder gab sie schon vorher bei dem Araber und man hat es dann etabliert im Islam? Also bevor wir den Zustand der Araber in der präislamischen Zeit ansprechen, ist vielleicht kurz anzumerken, dass der Begriff Al-Fiqh nicht unbedingt als Gesetzgebung zu übersetzen ist. Sie überschneiden sich, aber es gibt einen immensen Unterschied zwischen dem Fiqh und dem, ich nenne es mal das positive Gesetz. Hm. Das positive Gesetz regelt ja eigentlich nur die innermenschlichen Beziehungen. Hm. Der Fiqh beschränkt sich aber nicht nur auf die innermenschlichen Beziehungen, sondern er reguliert auch dein Verhältnis zu Allah Ta'ala im Kontext der Rituale, der Ibadat. Das heißt, er bezieht auch diesen Faktor mit ein. Zumal auch moralische und ethische Aspekte im Fiqh mit eingeschlossen sind, was im Gesetz natürlich nicht der Fall ist. Ja. Das positive Gesetz, da geht es eigentlich nur um Nutzen und Schaden. Ja. Genau. Wie dem auch sei, die Araber, es ist ja bekannt, dass die Araber benachbart waren von zwei großen Reichen ihrer Zeit. Ja. Auch wenn im Herzen der arabischen Halbinsel das Leben eigentlich recht unbeeinflusst war von den Nachbarn. Die Araber waren nämlich zerstreut auf der arabischen Halbinsel. Es gab die Araber mittig. Die haben ein Nomadenleben, ganz simples Nomadenleben gelebt. Auch wenn es also große Anarchie und Chaos und Gesetzlosigkeit gab. Und dann gab es die Araber, die so an den Rändern oder an den Grenzen dieser großen Reiche gelebt haben. Die haben dort auch Königreiche errichtet. Aber sozusagen im Auftrag oder stellvertretend für diese zwei großen Reiche, das Reich der Perser und das Reich der Römer. Es gab ja das persische Reich im Nordosten der arabischen Halbinsel und das römische Reich im Nordwesten. Und es gibt natürlich auch diese Reiche sind ja im Endeffekt dann auch in den Islam übergegangen sozusagen. Denn das letzte persische Reich, das war das Reich der Sassaniden, Daula Sassaniya. Und das ist zu Ende gekommen durch die Übernahme des Islams. Mhm. Und dann gab es noch das Reich der Rassasina. Rassaniden heißen sie, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Und das waren christliche Araber. Christliche Araber eben, weil sie
von der römischen Kultur und vom römischen Leben und der Mentalität beeinflusst waren. Sie haben an der Grenze von Scham gelebt. Und sie hatten dort dieses Reich errichtet, also auch stellvertretend für die Perser in der ganzen Levante. Und interessanterweise hatten die Perser und auch die Römer diese Araber eigentlich ausgenutzt, als eine Art Schild. Weil das arabische Nomadenvolk, wie wir, ich werde Ibn Khaldun zitieren, bezeichnet sie als, also so wie er sie beschrieben hat, als räuberische Barbaren. Und es gab immer wieder Überfälle. Also sie sind über die Grenzen gegangen, haben die Leute überfallen, alles ruiniert und wieder fort. Und die Perser und die Römer haben sich dann halt gedacht, wir errichten kleine Königreiche oder Emirat an den Grenzen, machen einige von ihnen zu Königen und sie dienen sozusagen uns als Schutz oder Schutzschilder an den Grenzen. Und aus diesem Aspekt sehen wir, dass sicherlich ein paar christlich-römische Elemente übergegangen sind zu den Arabern. Aber auch auf der anderen Seite gab es sicherlich diverse persische Elemente, die eben auch zu den Arabern gelangt sind. Okay. Die Perser waren ja, also sie hatten ja, ihre Religion hat man damals als Zardashir bezeichnet. Ich glaube, auf Deutsch nennen das Zoroastrier oder so, weiß gar nicht ganz genau. Das kehrt zurück zu dem Mann Zardasht. Zardasht heißt er auf Arabisch. Und er vertrat auch eine polytheistische Lehre wie auf der arabischen Halbinsel, polytheistisch. Nur haben sie an eine gewisse Dualität geglaubt. Bei den Arabern waren es ja unzählige Göttlichkeiten, also für jedes Bedürfnis gab es einen Gott oder einen Ilah. Bei ihnen gingen sie von einer Dualität aus, also es gab den Ilah al-Khair und Ilah al-Shar. Der Gott des Guten und der Gott des Schlechten, und der Gott des Guten war der Gott des Lichtes, der des Schlechten, der Gott der Dunkelheit. Genau, und das hat sich dann so entwickelt. Dann kam irgendwann unter den Persern eine Persönlichkeit, die bekannt war als Al-Mani. Mani. Der hat eigentlich diese Lehre so weitergeführt. Dann kam eine dritte Persönlichkeit und damit endet das Persische Reich auch dann. Also diese bleibt, bis der Zerfall kommt durch den Islam. Das war die Lehre von Al-Mazdak. Man nennt sie auch die Mazdakiten dann. Und sie war eigentlich auch von dieser Dualität geprägt. Nur hat er hatte sowas wie einen sozialistischen Kommunismus eingeführt. Bei den Persern. Genau. Also, und hauptsächlich. Welchen Zeitraum sprechen wir? Wenn wir jetzt sprechen, dass die Perser diese Denkenform hatten, was war das? Also das ging so ungefähr bis 600 nach Christus. Also kurz vor der Offenbarung. Genau. Auf jeden Fall dieser sozialistische Aspekt, der besagt, das ist nämlich etwas Gesetzgeberisches. Ja. Er hat nämlich es wurden derartige Gesetze oder zumindest moralisch-ethische Gesetze erlassen, wenn man das Moral nennen kann. Ja. Es ging darum, er sagte, also seine Lehre besagte, dass Menschen alle gleich geboren werden. Ja, also bei ihnen galt diese Devise, dass Menschen gleichberechtigt sind, weil sie alle gleich geboren werden. Jeder Mensch wird gleich geboren. Es gibt bei der Geburt keinen Unterschied zwischen A und B. Also sollten sie auch die gleichen Rechte und Berechtigung haben. Und hauptsächlich lag der Fokus hier auf das Hab und Gut, Geld. Die gleiche Verteilung. Und auch bei Frauen. Das heißt, bei ihnen gab es die absolute Al-Ibahiyya. Es gab keine Verbote,
in diesem Kontext. Mhm. Also es ging dann so weit, dass sie auch den Inzest erlaubt haben. Ja. Also das ist die allerhöchste Form der Ibahia, die man haben kann. Nach der Devise sozusagen, alles für alle, alles für alle, inklusive also der Gelder und der... Wie verstehst du bei dem Vermögen das hier? Wenn wir sagen, jeder hat das Recht auf Vermögen. Die hatten damals das Recht auf Vermögen. Wie verstehe ich das? Also wie sie das aufgeteilt haben, weiß ich nicht. Bei Frauen ist es verständlich, dass jeder sich jede Frau ja, haben kann. Und diese Kulturen waren umzingelt um die Araber, das heißt die Perser und die Christen. Genau. Wie hat das die Araber beeinflusst? Ja, der Einfluss ist eigentlich offensichtlich, wenn wir eine Großmacht haben. Das hat Ibn Khaldun auch erwähnt. Ja. Er sprach zwar von den Muslimen im Andalus, ja, aber das Prinzip gilt im Allgemeinen, dass die Schwächeren sich immer irgendwie anpassen oder diverse Komponente der Kultur oder der Denkweisen des Mächtigeren übernehmen. Und die Araber hatten auch keine eigene Währung gehabt. Sie hatten sich an dem Dirham und dem Dinar des Persischen und Römischen Reichs bedient. Mhm. Ich glaube, die Muslime haben dann in der Zeit der Umayyaden, in der Dawla al-Umawiyya, also al-Khilaf al-Umawiyya, in der Zeit von Abdul Malik ibn Marwan, wurden die ersten islamischen Münzen geprägt. Das war in der Zeit von dem al-Imam al-Zuhri und seinesgleichen. Wo bewegen wir uns da? In welchem Jahrhundert? Das ist... Wie viele Jahre nach der Hijra? Lass mich überlegen, ungefähr müsste das im Anfang 2. Jahrhundert sein. In der Zeit hatten sie noch immer noch die Währungen von den Persern. Okay. Anfang 2. Jahrhundert, ja, manche wissen nicht, was mit dem 2. Jahrhundert gemeint ist. Mit dem Jahr, sobald das Jahr 100 beendet ist, beginnt das 2. Jahrhundert. Ja. So, wie war der Zustand der Araber? Also in Bezug auf die Gesetzgebung und so weiter, die Araber, die nomadischen Araber, hatten gewisses Gewohnheitsrecht. Mhm. Und einige Elemente dieses Gewohnheitsrechts wurden auch vom Islam, ich sage nicht übernommen, akzeptiert vielleicht. Ja. Akzeptiert oder... Vielleicht kann man sogar sagen, diese stimmen mit dem Islam überein. Also der Islam hat sich nicht verändert. Ja. Dazu gehört zum Beispiel, es galt bei den Arabern die Devise Al-Qatlu Anfa lil-Qatl. Hm. Das sagt, ja, das bedeutet, der Tod ist präventiver für Mord. Hm. Also sie meinten damit den Vergeltungstod, den Al-Qisas, und das haben wir auch in der islamischen Scharia, genauso wie wir das auch in anderen Religionen haben, zum Beispiel auch in der israelitischen Gesetzgebung. Mhm. Allah Ta'ala sagt, Kutiba alaykum al-Qisasu fil Qatla. Was natürlich aber nur von Staaten ausgeführt wird, also nicht von einzelnen Individuen. Natürlich. Das sollte so sein, ja. Ja. Oder zum Beispiel das Prinzip des Nikah hatten sie auch. Sie hatten da irgendwo ihre Regelung gehabt, bevor die erste Offenbarung kam. Es war Gewohnheitsrecht. Gewohnheitsrecht bedeutet, es war kein geschriebenes Gesetz. Okay. Aber es hat sich einfach so, es durch Gewohnheit und durch lange Umsetzung, ja, hat es sich so im Gebrauch sozusagen, im Brauch etabliert und wurde akzeptiert als maßgebliche... Ein ungeschriebenes Gesetz, das gibt es ja öfter noch. Ja. Noch, ja. Sie hatten zum Beispiel den Nikah, den islamischen Nikah, so wie wir ihn heute kennen mit Vormund, mit Zeugen, mit Brautgabe. Mhm. Genauso wie wir es heute haben. Aber sie hatten daneben auch andere Formen des Nikah, ja, die vom Islam nicht gebilligt werden. Also es gab insgesamt laut dem Bericht von Aisha, hatten die Araber 4 Nikah-Formen, so sie nannten das Nikah. Mhm. Davon hat aber der Islam nur eine einzige sozusagen, ja, gebilligt und akzeptiert. Ja. Alle anderen wurden verboten und als eine Art von
nicht-ehelichen Verkehr bezeichnet. Nur mal als Beispiel, yani, sie berichtet, dass es unter anderem diese Form von Nikah gab, sie nennt das wirklich Nikah, dass wir haben zwei verheiratete Ehepartner, ja, und der eine Ehepartner ist beispielsweise, er kommt aus einem Haus, die bekannt sind für bestimmte positive Eigenschaften. Seien das körperliche Fähigkeiten, beispielsweise kräftiger Körperbau, oder psychische Eigenschaften, Charaktereigenschaften oder was auch immer. Und der andere kommt aus einer Familie mit anderen Vorteilen. Sie sind beide verheiratet. Und da sie auch diese Vorteile in ihren Kindern haben, tauschen sie ihre Ehefrauen. Tamam? Meine Frauen sind nicht Gas verdient, ne? So wie sie heute teilweise auch haben. Da gibt es noch so Fernsehshows, wie heißen sie? Frauentausch, da machen sie Frauentausch. Ja. Das hatten sie damals auch. Das ist übrigens interessant, die menschlichen Vergehen heute sind genau die von damals, nur in anderen Formen manchmal. Jedenfalls, sie hatten sowas, dann wurden beide Frauen halt geschwängert und dann hat man sie wieder getauscht. Das nannten sie Nikah. Das war seine gebilligte Form von Nikah. Oder es gab etwas, das erwähnt sie auch in dem Hadith, dass, aber ich weiß nicht, inwiefern man das Nikah bezeichnet. Ich glaube, heutzutage nennt man das nicht mehr so. Das waren eigentlich prostituierte Frauen. Die hatten ein Zelt und die haben eine Fahne ausgehängt. Dann wusste man, da ist. Ja, und dann ist, sie hat ihre Besucher bekommen. Ja. Und wenn sie ein Kind bekommen hat, hat sie sie alle wieder zusammengerufen. Sie hatte feste Besucher, oder wie? Ja, oder zumindest, wie genau detailliert das war, weiß ich nicht. Aber sie hat dann alle Männer zusammengerufen und hat dann irgendjemanden ausgesucht als Vater für das Kind, und das war auch im Gewohnheitsrecht so akzeptiert. Also der konnte sich dann nicht mehr drücken. Der musste das dann so hinnehmen. Also es, oder die dann auch in der Scharia haben wir das al-diyatu ala al-aqila. Okay. Oder das Prinzip des al-aql. Mhm. Was ist der Aql? Der Verstand. Nein. Ja, hier sind sie ja verstanden. Nein. Al-aql. Oder ja, das nennt man, das ist das Blutgeld oder das Entschädigungsgeld, das die Familie des Täters an die Familie des Opfers aushändigt, im Falle eines Todes von jemandem. Also er hat das verursacht, zum Beispiel in einem Unfall oder so. Ja. Sie hatten dieses Prinzip, Diyatu al-Aqila, also dieses Entschädigungsgeld, lastet auf die Aqila, das heißt die männlichen Nahverwandten des Täters oder des Angeklagten. Das wird von seiner Familie übernommen. Tamam. Und das Gleiche gilt bei uns auch im Islam. Wenn es nicht willkürlicher Totschlag oder Mord ist, dann wird das alles verteilt auf die Familie, um den Schuldigen sozusagen zu entlasten. Die Araber, die hatten hier und da ein paar Gebräuche gehabt, ein paar ungeschriebene Gesetze, und der Islam hat dann nicht einige später geduldet. Die hatten aber nichts Festes, wo sie sagen, danach richten wir uns, das ist unsere Linie. Also ein Gesetzbuch zum Beispiel. Ja. Das gab es nicht. Und viele Dinge waren auch einfach offen. Also da hat wirklich Anarchie und Gesetzlosigkeit geherrscht. Und auch ihre Gottesvorstellung, wo wir gerade vom Fiqh sprechen, die Gottesvorstellung hat oft einen Einfluss auf deine Gesetzesvorstellung. Also auch auf die Moral und die Ethik. Ethik und Moral haben ja auch irgendwie was mit Gesetzen zu tun, oder sie beeinflussen Gesetzesentscheidungen. Auch heutzutage noch gibt es ja diese ethischen Räte und so weiter bei der Beschließung von Gesetzen. Und die Gottesfrage ist
hat auch einen Einfluss darauf, wie sich deine Gesetze entwickeln. Auch wegen des Gemüts und des Gewissens des Menschen. Okay. Aber jedenfalls, die Araber hatten ein sehr primitives Gottesbild, Gottesvorstellung. Das heißt, neben dem Götzenkult, wie wir es heute kennen, dass man Steine und Gestelle und irgendwas anbetet, hatten sie auch, man mag das vielleicht als Kreativität sehen, beispielsweise wenn sie auf die Reise gegangen sind, da kannst du nicht schwere Steine schleppen und so. Und du musst dich entscheiden, entweder nimmst du dein Essen mit oder du nimmst einen Stein mit. Also am besten ist, man ist ein bisschen kreativ und man macht aus seinem Essen einen Götzen. Notfalls kannst du ihn recyceln. Das könnte man vielleicht als Bio-Ila bezeichnen. Das heißt, die haben sich ihre Götter, du musst nicht entscheiden, was sie mitschleppt. Sie haben begrenzt und haben gesagt, wir machen beides. Naja. Aus Datteln Götter. Ich habe mal ein paar Auszüge aus dem Buch von Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ist einer der ersten Sozialwissenschaftler, ist aus dem 8. Jahrhundert. Yeah. Und er ist selbst auch Araber. Er beschreibt die Araber vor dem Islam. Und das ist das sind teilweise sehr harsche Worte, aber man erkennt darin den gewaltigen Einfluss des Islams, dass der Islam aus Schwarz-Weiß gemacht hat. Und das ist nicht einfach, fest verankerte Eigenschaften einer ganzen, einer ganzen Volksgruppe. In so kurzer Zeit auf so brutale Art und Weise zu ändern, das ist nichts Einfaches. Es ist eigentlich fast unmöglich. Und er sagt hier Folgendes in seinem Buch Al-Muqaddimah. Die Muqaddimah ist sozusagen eine Einführung gewesen in sein historisches Werk. Darin spricht er über die Zivilisation, wie Zivilisationen entstehen, wie sie zerfallen. Und so weiter. Er sagt, die Araber vermögen nur über flaches Land Herrschaft zu erlangen. Das ist deshalb so, weil die Araber aufgrund ihrer wilden und ungebundenen Natur ein Menschenschlag von Räubern und Zerstörern sind, die alles plündern, was sie ohne Kampf und ohne sich einer Gefahr auszusetzen bekommen können. Danach sagt er weiter, an einer anderen Stelle, Länder, die von Arabern erobert wurden, ereilt alsbald der Ruin. Die Ursache hierfür ist darin zu suchen, dass die Araber ein wild und ungebunden lebendes Volk sind, bei dem die Gewohnheiten und Gebräuche dieser Lebensform fest verwurzelt sind. Sie ist für die Araber zur Wesensart und zweiten Natur geworden. Sie empfinden dies als sehr angenehm, da sie auf diese Weise dem Joch der Herrschaft entgehen und sich nicht politischer Autorität unterzuordnen brauchen. Man sagt ja, eine solche Veranlagung ist das Gegenteil des zivilisierten Lebens und mit diesem unverträglich. So, noch ein Absatz. Er sagt ebenso liegt es in der Natur der Araber, andere ihres Besitzes zu berauben. Ihren Lebensunterhalt erwerben sie mit Hilfe ihrer Lanzen. Wenn es darum geht, Menschen ihr Eigentum vorzunehmen, gibt es für sie keine Schranke, vor der sie halten. Vielmehr rauben sie alles, was ihr Blick an Geldgütern und Geräten erspäht. So, noch ein letzter Teil. Und hier wirft er einen, man mag sich die Frage stellen, die Araber haben doch auch so, also die Araber haben die großen Khilafat errichtet, die jahrhundertelang bestanden haben. Nach dem Islam. Na, aber der Unterschied ist folgender, und das macht Ibn Khaldun jetzt aufmerksam. Er sagt, die Araber sind aufgrund ihres wilden und ungestümen Naturart unter allen Völkern am wenigsten bereit, sich einander unterzuordnen, da sie roh, stolz und ehrgeizig sind und um die Führerschaft wetteifern. Nur selten kommen sie in ihren Wünschen überein. So, doch wenn sie die Religion durch einen Propheten oder Heiligen erfahren, was auch immer hier mit Heiligen gemeint ist, wirkt der Einfluss, der sie zu zügeln vermag, in ihnen selbst.
Hochmut und Rivalität fallen dann von ihnen ab und es wird für sie leicht, sich unterzuordnen und zueinander zu finden. Dies rührt von der sie umfangenden Religion her, die Grobheit und Stolz bei ihnen schwinden lässt und ihre Missgunst und Rivalität in Schranken zwingt. Das ist so grundsätzlich so gewesen, tatsächlich. Ja. Ausnahmen gab es. Wir hatten ja vorhin über die Rassasina gesprochen. Ja. Der letzte König der Rassasina, das war, ich glaube, er hieß Jabal ibn al-Ayham. Mhm. Und nachdem die Muslime, das war in der Zeit von Omar, nachdem die Muslime das persische Reich, das römische Reich so an diesen, in diesen Gebieten angegriffen hatten, übernommen hatten, hatte den Islam angenommen, ist dann nach Medina gegangen, tamam? Er ist nach Medina gegangen und hat dort einen Mann, er hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Und dieser Mann ist zu Umar ibn al-Khattab gegangen, hat sich bei ihm beschwert und beklagt. Und du musst dir vorstellen, dieser Mann war König. Und da kommt der Faktor Stolz und Überheblichkeit noch mehr dazu. Und Umar ibn al-Khattab hat ihn eingeladen für den Qisas. Mhm. Das heißt, du hast ihm eine Ohrfeige gegeben, du bekommst von ihm eine Ohrfeige. Das hat ihm nicht gefallen. Er konnte das nicht ertragen, er ist vom Islam abgefallen, nach Konstantinopel geflüchtet, zu den Nasara. Und ist dann im Jahr 20 nach der Hijra dort gestorben. Also, wenn wir das mal zusammenfassen, die Araber, die hatten keine feste Gesetze, wie du gesagt hast. Die hatten quasi an den Grenzen die Römer gehabt, die Perser gehabt. Laut Ibn Qaddum haben die nur geraubt und waren gesetzeslose Menschen, die auch sich nicht weit getraut haben, wo es schwieriger wird, sondern nur da geblieben sind, wo es leicht ist. Bis noch kurz vor der Offenbarung. Ja. Und dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sprechen wir schon von Umar ibn Khattab, wo er ein König von Persien sagt, dass er sich unterordnen soll zu dem Gesetz des Islams ja. Und hier etwas zurückkriegen soll. Das ist eine ganz kurze Zeitspanne. König von... Das ist eine ganz kurze Zeitspanne, keine. Subhanallah. Ja, und das ist jetzt der interessante Punkt, dass man sich vorstellt, also wir haben gesehen, auch bei den Persern gab es Gesetzlosigkeit, also ja, das, was ja. sie da praktiziert haben. Und funktionierende Gesetze gab es auch in dieser Phase im Römischen Reich nicht. Also die Leute haben sich beklagt von Ungerechtigkeiten, Ausnutzung und derartige. Und der Einfluss der Kirche, die Kirche war sehr, hat sich eine extreme Macht aufgebaut. Und in diesen Umständen, ganz geschweige von den Arabern. Ja. Die Araber waren wahrscheinlich in dieser Hinsicht das Schlimmste, was es gab. In diesem Kontext kommt dann der Islam mit diesen detaillierten, äußerst gerechten und sehr ausgeklügelten Gesetzsystemen. Deswegen finde ich das auch wichtig, eben das Ganze in diesem Kontext zu betrachten. Es gibt ein sehr interessantes Buch, nur mal so nebenbei, weil das, was wir hier erwähnen, ist ja gar nichts. Es gibt ein Buch, das sehr detailliert auf diese Frage eingeht, von einem indischen Autor, der heißt Abu Hassan al-Nadawi. Der hat das Buch geschrieben, "Mada khasira al-Muslimun, Mada khasira al-Adam bin Hitat al-Muslimin." Also was hat die Welt verloren durch den Untergang der Muslime? Das gibt es auch auf Englisch übersetzt. Wann hat er das geschrieben? Er ist vor kurzem gestorben, nicht lange her. Es gibt auch ein ziemlich ähnliches Buch im Deutschen von einer Dame, Sigrid Hunke. Sagt das was? Nein, das ist ja eine Orientalistin. Genau. Also er hat dieses Buch geschrieben, er beginnt tatsächlich auch mit dem Vergleich die gesetzliche Lage im Römischen Reich, die religiöse Lage, gesellschaftliche Lage, Ethik und Moral. Vergleicht das alles dann mit dem Islam. Ja, wenn man dann bedenkt, halt in dieser Dunkelheit kommt dann Licht mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und damit nimmt dann die erste Phase auch ihren
Lauf. Und die erste Phase erstreckt sich über eine Zeitspanne von 23 Jahren. Also mit der Entsendung, nicht von der Geburt, mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zu seinem Tod. Gut, die Zeit rennt unglaublich schnell. 50 Minuten, wir haben erstmal nur über die Araber gesprochen, wie sie waren vor dem Islam. Und jetzt haben wir ungefähr ein Bild bekommen, wie zerstreut und unklar die Situation damals war. Die hatten nichts Festes gehabt, die waren, wie hier zitiert wurde, Räuber, die geraubt haben, die haben keine Eroberung, große Eroberung gemacht. Und jetzt kommt der Gesandte Allah in einem Punkt, wo die Situation der Menschen dort im tiefsten Punkt ist. In der Anbetung mit mehreren Göttern oder auch die Art, wie sie miteinander umgegangen sind und Gesetzlosigkeit. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal hier Cut machen. Es ist, leider haben wir die erste Phase noch gar nicht begonnen. Und wie du gesagt hast, die beginnt mit der Offenbarung, endet mit dem Tod des Propheten Muhammad sallam. Darüber werden wir das nächste Mal sprechen. Und das sind dann die Situation und die erste Phase des Fiqhs. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.